Das ist der Trendvulkan Mitte. Ihre Rubrik im Neo Magazin Royal, in der Sie erfahren, was gerade angesagt ist in Berlin Mitte. In diese Woche in Mitte, out sein. Out diese Woche, in sein. Und hier kommen wir nun zum Berlin Mitte Tinder Match der Woche. Wupp, wupp. Wer verliebt sich ineinander? Patrick und Nicole. Hallöchen, ihr zwei. Küsst euch doch mal. Küsst euch doch mal. Küsst euch doch mal. Küsst euch doch mal. Das wird noch, meine Damen und Herren. Vielleicht helfen die Top 5 Drinks diese Woche, die gemischt werden auf der Warschauer Brücke, an der Stralauer Allee und am Kotti. Kommen wir zu den Top 5 Drinks in Berlin Mitte. Auf Platz 5 diese Woche pürierte Plazenta mit Kokosmuttermilch aus einer Babyflasche, dazu Ananasscheibe. Mmh, lecker. Plazenta de Coco. Auf Platz 4 der Top 5 Drinks in Berlin Mitte diese Woche einfach ein paar Chiasamen. Das ist gesund, das schmeckt gut. Mit Cola aufgießen, natürlich organic, Sahnetopping und eine Physalis. So eine gesunde Frucht. Mmh, Chia Colada. Auf Platz 3, wenn Sie nicht nur besoffen werden wollen, sondern auch was für Ihre Mitmenschen und die Welt tun möchten, ganz einfach. Eiswürfel im Glas, Whisky verdünnt mit Wasser und für jede Flasche, die man trinkt, wird in Afrika ein Whiskybrunnen gebohrt. Whisky con Aqua. Auf Platz 2 der Top 5 Drinks in Berlin Mitte, das ist toll, zum Selbermachen. Einfach Zigarettenstummel aus dem Aschenbecher, paar Bierreste, eine tote Maus, ein bisschen Kotze, ein kleines bisschen Blut, das Ganze garniert mit einer benutzten Spritze. Lecker! Fertig ist der Cottipolitan. Lecker. Kann man auch Sex on the Bench nennen, wenn man möchte. Ja. Und auf Platz 1, unangefochten, der Top 5 Drinks diese Woche in Berlin Mitte, der Klassiker. Natürlich großes Glas nehmen, ordentlich reintun. Sie erkennen schon die Geheimzutat. Das schmeckt gut. Mh, Berliner Scheiße mit Schuss. Saufen, meine Damen und Herren, Sie merken, das ist gerade wieder schwer angesagt, nach Jahrzehnten mit psychedelischen Drogen, an die nur schwer ranzukommen war. Saufen ist wieder angesagt in Berlin-Mitte, dementsprechend schießen Sauf-Startups wie Pilze aus dem Boden. Und auch wir haben uns hier der Startup-Szene in der Hauptstadt verschrieben und möchten Sie einladen, Ihr Venture-Kapital in dieses Startup zu investieren. Let's go, start it up. Let's go, start up. Hallo. Ich bin Max Bierhals und so sah ich vor 2 Jahren aus. Sportlich und unzufrieden. Doch dann habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern. Und so sehe ich heute aus. Du willst das auch? Mit meiner Bieracademy kannst du deine Ziele erreichen. Die Bieracademy bietet unter anderem Trichtersaufen ohne Kotzen. Auf geht's, komm, 3 noch! Komm, Simone, nicht aufgeben! 2, komm, zieh, zieh! Und ein individuell auf dich zugeschnittenes Saufdauertraining. Zieh, 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 zieh! Aus hier rein, Junge! Echsen auf leeren Magen. Schulz! 100 Meter saufen. Hey, Schad! Das war scheiße. Es geht so nicht. Ich kann nicht Dritter werden. Und Dosenstechen für Amateure. So, Leute. Hier eine Dose. Eine Schere. Und Fortgeschrittene. Ich nehme dich an die Hand und mache dich an nur einem Wochenende dauerhaft und konstant besoffen. Das Ganze für einmalige 700 Euro. Plus Flaschenpfand. Beginne jetzt das Leben, das du dir schon immer gewünscht hast. iMakeYouTipsy.com, die Bieracademy. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich hab euch lieb.